Herr Oberbürgermeister, verehrte Damen, geschätzte Herren, willkommen zum Mittagsblues. Ich konnte mich den ganzen Vormittag warm laufen. Ich bin hoffentlich nicht übertrainiert. Ja, Sie müssen ja nur zuhören und Zwischenrufe abgeben. Der Verwaltung geht das Personal aus. Dem öffentlichen Dienst fehlt der Nachwuchs, Kommunen in der Klemme. Das sind seit Jahren Überschriften in der Tagespresse und nicht allein in Fachpublikationen. Das heißt also, der Fachkräftemangel ist im öffentlichen Dienst angekommen und Personalverantwortliche aus 83 Ländern bezeichnen die Personalbindung und Gewinnung als größte Herausforderung überhaupt, wenn es um qualifizierte Kräfte geht. 4 von 5 Entscheiderinnen und Entscheidern rechnen damit, künftig nicht mehr ausreichend qualifiziertes Personal zu finden. In München trifft uns das in besonderer Weise. Warum? München wird auch in den nächsten Jahren von Wachstum geprägt sein. Und diese Stadt braucht laufend zur Bewältigung ihrer zunehmenden Aufgaben bei zunehmender Bevölkerung qualifiziertes Personal. Andererseits gibt es in München oder in Bayern nach der IHK schon jetzt 132 Fachkräfte zu wenig. Und 2030 werden es in Bayern sogar 347.000 Fachkräfte sein, die fehlen. In der Region München sind es heute bereits 45.000, die fehlen. Und 2030 werden es allen Prognosen zufolge 73.000 sein. Traditionell konnte man sich im öffentlichen Dienst ohne weiteres auf steten Zulauf benötigten Nachwuchses verlassen. Die faktische Unkündbarkeit, die Lebenszeitverbeamtung reichten oft, um den benötigten Nachwuchs zu bekommen. Heute haben wir es stattdessen in vielen Bereichen mit einem klassischen Bewerbermarkt zu tun. Das ist schön für die Bewerber, macht uns das Geschäft aber nicht einfacher. Und da kann es schon sein, dass eine Bewerbung so beginnt, ich zitiere, und das ist ein reales Beispiel aus München. Bewerbung bei der Stadt. Sehr geehrte Damen und Herren, der Wettbewerb ist eröffnet. Sehr gerne dürfen Sie sich und oben angeführte Firmen um meine Gunst bemühen. Okay, das mag nicht typisch sein. Gleichwohl. Die positive Botschaft ist, die Attraktivität der Arbeitgeberin Stadt München ist ungebrochen. Das illustrieren folgende Zahlen. Für rund 1.000 ausgeschriebene Stellen gingen im Jahr 2014 18.000 Bewerbungen ein. Und wir konnten ein Drittel aller Stellen innerhalb von 4 Monaten über die Besetzung innerhalb von 4 Monaten entscheiden. Die Nachfrage nach Ausbildungsplätzen ist ungebrochen, während an anderer Stelle, gerade im Großraum München, Ausbildungsplätze unbesetzt bleiben, konnten wir unsere zuletzt 1.000 Plätze besetzen, komplett. Und hatten 6.000 Bewerbungen. Ich denke, diese Erfolge sind einer sehr zielgruppenspezifischen Ansprache der unterschiedlichen Anspruchsgruppen oder Zielgruppen geschuldet. Man muss eben unterscheiden zwischen Hochschulabgängerinnen und Hochschulabgängern, zwischen Menschen, die eine Ausbildung absolvieren wollen, zwischen Jung und Alten, zwischen Berufserfahrenen, Quereinsteigern, Neueinsteigern, Berufsanfängern, Frauen, Männern, Ortsansässigen, Zugereisten, ein massives Problem beim Mietniveau und so weiter. Und es wird letztlich, wie ich finde, schon offenkundig, dass wir oft, wir besetzen unsere Stellen, andere nicht, jedenfalls im Laufe der Zeit, als die bessere Arbeitgeberin erlebt werden. Ich denke, das ist ein guter Befund, der durch Zahlen auch zu belegen ist. Ich würde jetzt einfach mal gerne die Entwicklung der Gesamtbeschäftigtenzahlen und einige anderen Charts von 1998 bis heute vorstellen. Sie finden in der schriftlichen Rede noch viel, viel mehr Zahlen dazu.
Die Gesamtbeschäftigtenzahl stieg von 27.336 1998 auf 33.673, Stichtag 31.12.14. Das ist ein Anstieg von 23,2%. Wie entwickelte sich die Bevölkerungszahl? Stieg um 22,3%. Ziemlich synchron. Jetzt überlege ich nur, an welcher Stelle ich auf Sie eingehe, Herr Kuffer. Schade. Aber Sie können ihm das ja dann sagen. Ich finde es generell gewagt, aber ich bewundere das, habe allen Mut, wenn ein Finanzpolitiker sich auf das dünne Eis des Personalwesens begibt. Entschuldigt nicht alles. Okay. Herr Kuffer vergleicht München mit Köln und Düsseldorf. Man könnte eh mal fragen, ob das angemessen ist. Und ich hätte Herrn Kuffer jetzt gefragt, wie es eigentlich um das kommunale Schulwesen in Köln und Düsseldorf steht. Ich bin froh, dass aufmerksame Redner vorher schon dieses Thema angesprochen haben. Und ich bin in der Lage, das mit Zahlen zu untermauern. Es gibt in Köln kein kommunales Schulwesen und auch nicht in Düsseldorf. Und wir haben, das werde ich später noch einmal sagen, einen Personaletat 2016 mit insgesamt 1,88 Milliarden. Und über den Daumen können Sie davon ausgehen, dass die kommunalen Schulen uns davon 450 Millionen kosten. Also können Sie gleich im Benchmark den Betrag von 1,88 Milliarden auf 1,4 Milliarden herabsetzen. Damit geht es schon mal los. Und mich würde es wundern, wenn die in Köln und Düsseldorf und andernorts auch nur annähernd Kita-Plätze zugebaut hätten wie wir. Und wir haben ungefähr ein Fünftel bis ein Sechstel unseres Personals in der Kinderbetreuung. Also können Sie sich vorstellen, was das heißt. Und da will ich gar nicht auf solche Themen eingehen, wie die Frage, ob die sowas wie die Münchner Philharmoniker haben und vieles andere mehr. Mich hat das ein bisschen gewundert, dass vorher dieser Benchmark, wurde es ja genannt, aufgetan wurde, weil in diese Falle tappen seit Jahren, alle zwei, drei Jahre mal, Wirtschaftsmagazine. Kapital, Wirtschaftswoche machen das immer wieder. Die müssen sich von uns dann immer darauf hinweisen lassen, dass diese Dinge nur ganz, ganz schwer vergleichbar sind. Ich bin sehr dafür, dass wir uns vergleichen. Ich finde das eine gute Idee. Aber dann bitte auf den richtigen Feldern mit den richtigen Themen. Jetzt war ich ja dann beruhigt, das ist das Zweite, was ich kurz streifen wollte, dass Herr Kuffer die gewagte Zahl von 1,7% Einkommenszuwachs korrigiert hat auf 7,1, wir haben 7,9. Und gegenübergestellt hat, dass die Ausgaben für laufende Verwaltungstätigkeit im gleichen Zeitraum um 13% gestiegen sind. Sagen Sie Herrn Kuffer, es ist noch viel schlimmer. Die Personalausgaben sind um 16,8% gestiegen. Nur waren 13,2% davon Tariferhöhungen, Besoldungssteigerungen. Das heißt also, die tatsächlichen Mehrkosten in einer Zeit, wo wir 7% Einwohnerzuwachs haben, war die Hälfte. Etwas über 3%. Also insofern lassen sich die Dinge außerordentlich relativieren. Und lassen Sie mich jetzt ein bisschen was sagen zu einzelnen Berufsgruppen und Referaten, weil das zeigt auch, wo eigentlich wirklich die Schwerpunkte von Personalzuwächsen zu verzeichnen waren. Die mit Abstand größten Anstiege waren bei den Erziehungsberufen um 76%, um 76%. Und bei den Sozialberufen um 113%. Den Vogel abgeschossen in der Prozentzahl haben die IT-Berufe. Da haben wir seit 98 einen Zuwachs und das sind die gelernten IT-Berufe. Das sind also nicht die, die quer in die IT gegangen sind. Da haben wir einen Zuwachs um über 500%. Das ist in absoluten Zahlen nicht so exorbitant, aber von den Prozentzahlen her schon enorm. Und in der gleichen Zeit, ich wiederhole, Gesamtpersonalkostenanstieg oder Anzahl der Gesamtbeschäftigten
um 23%, stieg die Zahl der Verwaltungsbeschäftigten, der Verwaltungsberufe nur um 9,5%. Und wenn man da noch bedenkt, dass hier wir in 386 Fällen Quereinsteiger in die IT rüber hatten, haben sie in diesen Jahren seit 98 einen Zuwachs im Verwaltungsbereich um 3,6% bei einem Einwohnerzuwachs von 23%. Ich rede von klassischen Verwaltungsberufen. Ja? Ja, wir können uns gut unterhalten, was Klassiker betrifft. Also ich meine, das zeigt, dass wir sehr wohl genau das getan haben, was Sie erwarten, nämlich eine laufende Optimierung von Strukturen und Prozessen vorgenommen. Was natürlich nicht heißt, dass wir da nicht durchaus noch Möglichkeiten haben. Die Aktionseinheit mit den größten Zuwächsen, das korrespondiert zu dem, was ich Ihnen vorher gesagt habe, ist das Referat für Bildung und Sport mit einem Anstieg der Beschäftigtenzahlen um 67,7% seit 98. Das zeigt, der Schwerpunkt Bildung ist jetzt nicht ein Thema für Sonntagsreden, sondern gelebte Realität. Auch wenn man bedenkt, dass ein Teil natürlich der Verschiebung von Aufgaben aus dem Sozialreferat in das RBS zu verdanken ist. Gefolgt, und da haben wir wieder das Thema ITM vom Direktorium mit einem Zuwachs von 45,2%, dem RAW mit 20% und dem KVR mit 11,8%. Dann folgt das Sozialreferat mit 10,9%, wobei, wie gesagt, man bedenken muss, Wechsel von ungefähr 1000 Beschäftigten im Krippenbereich ins RBS. Mit der Aussetzung des 6. Haushaltskonsolidierungskonzeptes im Herbst 2013 konfrontierten die Referate den Stadtrat in nahezu allen Bereichen mit Personalforderungen. In der Tat, denen zum großen Teil entsprochen wurde. Konzentriert geschah dies in Bereichen, in denen sich in über 20 Jahren Haushaltskonsolidierung eine zunehmende Arbeitsverdichtung aufgebaut hatte. Hinzu kamen politische Schwerpunktsetzungen wie, heute schon mehrfach angesprochen, die Wohnungsbauoffensive, die Schulbauoffensive, der anhaltende Ausbau der Kindertagesbetreuung, die Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen und der Ausbau des allgemeinen Sozialdienstes. Und in der Tat, allein seit Beginn der neuen Amtszeit am 1.5. hat der Stadtrat 1.841 neue Stellen beschlossen. Wobei in den genannten Zahlen natürlich nur eine eher kleine Teilmenge enthalten ist, weil die ja erst in die Finanzen einfließen, wenn das Geld fließt, und auf der anderen Seite in die Beschäftigtenzahl, wenn die Stellen geschaffen und besetzt sind. Muss man natürlich dazu sagen. Ich will sagen, bisher ist es uns in fast allen Bereichen gelungen, alle Stellen, die wir besetzen wollten, zu besetzen. Ausnahme Betriebsmedizin, Erziehungsdienst und einige wenige Stellen in der IT. Das war im Korsett des öffentlichen Dienstrechts nicht immer einfach und das ist leider immer noch so. Wir haben anders als Private erhebliche Hürden zu nehmen. Wir haben Dokumentationspflichten, wir haben Verfahrenshindernisse. Die Rechtsprechung achtet akribisch darauf, dass wir hier auch die entsprechenden Vorschriften einhalten, Dokumentationen fertigen. Das führt dazu, dass wir da häufig, leider, bei weitem nicht so schnell sind, wie wir es gerne wären. Auch das versuchen wir zu verbessern, aber das hat vielfach strukturelle Gründe. Obwohl es uns in aller Regel gelingt, Stellen zu besetzen, es wird nicht einfacher, aber es wird auch nicht einfacher, das Personal zu halten. Nur 4% der Hochschulabsolventen aus 75 Ländern, 4%, gehen davon aus, ihr Leben lang bei einem Arbeitgeber zu bleiben. Also schon die Ausgangshaltung ist eine andere als früher. Da ging man zur Stadt und dachte, da bleibe ich immer. Hat sich geändert. Also wir müssen in Zeiten des Fachkräftemangels eine Menge dafür tun, dass die Leute auch bleiben bei uns.
Und ich finde, das gelingt auch nicht schlecht bei einer Gesamtfluktuation von 7%. Wir machen seit 2013 Austrittsbefragungen und stellen fest, die allermeisten verlassen uns wegen Wohnortwechsels. Und 80% von denen, die uns verlassen, sagen, wir würden jederzeit wieder bei der Stadt anfangen. Zahlreiche Auszeichnungen, Zertifikate, Awards bescheinigen uns Herausragendes auf vielen Feldern. Außen Fortbildung, Gleichstellung, Vielfalt, Gesundheitsförderung, betriebliches Gesundheitsmanagement. Aber natürlich gibt es auch noch Themen, wo wir noch einiges tun müssen. Wir haben, wie Sie wissen, als erste, ich glaube bisher einzige Kommune deutschlandweit bei der Befragung von Great Place to Work mitgemacht, haben uns teilweise sicher bessere Ergebnisse erwartet. Die Ergebnisse wurden intensiv diskutiert in der Verwaltung. Der Prozess ist in vollem Gange nach wie vor. Man muss natürlich sagen, dass vielem Grenzen gesetzt sind. Wo es geht, wollen wir Verbesserungen erreichen, aber manches geht aus rechtlichen Gründen nicht, anderes geht aus finanziellen Gründen nicht. Aber ich denke, entscheidend ist, wir dürfen nie einen Zweifel daran lassen, dass wir die Sorgen, die Befindlichkeiten unseres Personals ernst nehmen und am Ball bleiben. Zitat: Wer in seinem Leben ein möglichst hohes Einkommen erzielen will, darf nicht in den öffentlichen Dienst. Wie wahr? Wobei, so schlecht ist es auch wieder nicht. Das sagte damals der Bundesinnenminister Schäuble beim Beamtenbund und hat erhebliche Kritik gekriegt dafür, wobei er eigentlich nur eine Realität wiedergegeben hat. Interessant ist jetzt Folgendes. 78% der Fach- und Führungskräfte in Deutschland können sich eine Tätigkeit im öffentlichen Dienst gut vorstellen. 78%. Und was ist der Grund dafür? Die Bindung an Recht und Gesetz und die Tarifverträge. Und interessant ist es auch, dass diese Tarifverträge in dem Sinne positiv konnotiert sind. Nicht als Hemmschuh, nicht als langweilig, hinderlich, altbacken, sondern das ist für viele ein Grund, in den öffentlichen Dienst zu gehen. Und nur 22% aller Fach- und Führungskräfte würden wegen der Bezahlung eine Tätigkeit in der privaten Wirtschaft vorziehen. Also, so schlecht stehen wir nicht da mit dem, was wir bieten können. 2013, das hat mich besonders gefreut, haben wir den Deutschen Bildungspreis bekommen in Anerkennung für ein exzellentes Bildungs- und Talentmanagement. Es wird einiges dort ausgeführt. Bescheiden wie ich bin, trage ich das jetzt nicht vor, aber Sie können es natürlich nachlesen, warum wir da so gut dastehen. Und ich meine, ein Grund ist auch, dass wir sehr früh erkannt haben, dass wir mit den traditionellen Ausbildungs- und Studiengängen nicht wirklich komplett reüssieren können. Und deswegen haben wir schon sehr früh neue Studiengänge aufgetan. Es sind mittlerweile, einer ist in Planung, 5 neue Ausbildungsstudiengänge: Fachinformatik, Systemelektronik, Kaufleute für Büromanagement. Wir haben mehrere Bachelorstudiengänge, Public Management und seit einem Jahr auch die Bachelor of Laws mit großem Zulauf, mit, soweit wir sie schon länger haben, sehr positiver Resonanz in der Verwaltung. Und nur so gelingt es uns übrigens auch tatsächlich, diese erhebliche Nachfrage nach Nachwuchspersonal zu befriedigen. Ich freue mich auch besonders, dass wir den Grad der jungen Leute mit Migrationshintergrund auf mittlerweile 22% erhöhen konnten. Ich halte das nach wie vor für ein wichtiges Anliegen, weil wir uns doch irgendwo auch als Spiegel der Stadtgesellschaft verstehen wollten und sollten. Ich bin auch froh, dass es über alle Jahre gelungen ist, das sehr hohe Niveau in der Fort- und Weiterbildung zu halten. Wir sind auch in Zeiten der Haushaltskonsolidierung hier nicht runtergegangen. Da bin ich sehr dankbar dafür, dass das immer auch so geteilt wurde von Ihnen, das nicht zu tun. Und in Zahlen stellt sich das dar, dass wir aktuell im Jahr 12.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer an 1.100 Fortbildungsveranstaltungen haben. Nicht mitgezählt die ganz spezifischen Fachfortbildungen in Referaten. Die Stadt hat sich 2010 dem sogenannten Münchner Memorandum für Frauen in Führung
angeschlossen mit 15 weiteren Unternehmen in München. Da geht man in ein Benchmark, was das Thema Präsenz von Frauen in Führungsetagen betrifft. Wir haben 2014 zum sechsten Mal hintereinander den Total Equality Award bekommen. Mit der Begründung, die Stadt München geht über die Anforderungen des Bayerischen Gleichstellungsgesetzes hinaus und zeigt mit den systematischen Ansetzungen eine überzeugende Haltung zur Chancengleichheit. Nirgends sonst gibt es eine so große Aufgeschlossenheit gegenüber Teilzeitmodellen aller Art, der Besetzung und Ausübung von Führungspositionen in Teilzeit, unterstützenden Angeboten in der Kinderbetreuung. Wir bemühen uns auch sehr um eine schnelle Rückkehr aus dem Beruf. In den Beruf, aus der Beurlaubung. Nur ein paar Zahlen dazu, die ich insbesondere interessant finde gegenüber 97. Der Anteil von Frauen in Führungspositionen hat sich von 33,2% damals auf aktuell 47% erhöht. Der Anstieg der Führungspositionen in Teilzeit, davon auch 80% weiblich, ist noch, finde ich, macht noch mehr deutlich, was wir da erreichen konnten. Dieser Anstieg ging von 5,4 auf 18,9%. Ja, das ist also eine Vervierfachung. Die Entwicklung der Teilzeitquote, weit überwiegend übrigens aus familiären Gründen, von 21,2 97 auf 32,6 2014. Und wir haben auch einen signifikanten Rückgang der beurlaubten Quote, was sich zum einen positiv darstellt im Hinblick darauf, dass der Karriereknick in der Tendenz vermieden oder möglichst klein gehalten wird und Renten- und Versorgungsanwartschaften natürlich dann auch profitieren. Bevor jetzt die Männer den Eindruck bekommen, dass für sie gar nichts getan wird, nenne ich Ihnen einen Fall, der schon bemerkenswert ist. 1998, als ich angefangen habe, da gab es einen Mitarbeiter in A13, im gehobenen Dienst. Und der hatte es allerdings nicht nur aufgrund der Personalentwicklung, Entwicklungsaktivitäten des Personalaktionsreferates bis B11 geschafft. Musste sein, ne? Also das stellvertretend dazu, dass nicht nur, Frau Strobel, Frauenförderung stattfindet. Thema Gesundheit. Die erneute Auszeichnung der Stadt mit dem Corporate Health Award und im Vorjahr immer wieder zeigt, dass wir beim Thema Gesundheitsmanagement auf einem guten Weg sind. Nur, auf der anderen Seite hatten wir die Mitarbeiterbefragung. Und nur 40% der Beschäftigten sind der Auffassung, dass sie hilfreiche Maßnahmen zur Förderung der Gesundheit erhalten. Das ist kein sehr ermutigender Wert. Und nur 30% glauben, dass sie in einem Arbeitsplatz psychisch und emotional gesund bleiben können. Das ist nicht gut. Und deswegen finde ich, müssen wir dort erheblich zulegen und ich werde Ihnen dazu Vorschläge unterbreiten. Ähnlich sieht es aus beim Thema Führung. Zu einem Unternehmen geht man, Sie wissen das, wegen des Images, wegen des Produktes. Das Unternehmen verlässt man wegen der Vorgesetzten. Die Umfrage Great Place to Work hat erwiesen, dass wir hier eine Menge zu tun haben. Das Thema Führung ist als Handlungsfeld Nummer 1 benannt worden. Und ich bitte alle, das ernst zu nehmen und nicht zu unterschätzen. Und auch dazu werde ich Ihnen im Frühjahr 2016 Vorschläge unterbreiten, die, und auch das sage ich an dieser Stelle, allerdings auch nicht zum Nulltarif zu haben sein werden. Nun zu den Personalkosten 2016. Ein bisschen was habe ich vorher schon reagierend auf Sie, Herr Kuffer, gesagt. Die letzten Wochen, Sie wissen das, waren von heftiger Betriebsamkeit auf allen Ebenen geprägt. Ziel war es, einen Genehmigungshaushalt 2016, genehmigungsfähigen Haushalt zu verabschieden. Das wäre an sich nichts Besonderes, das machen wir jedes Jahr. Aber Sie wissen, die Rahmenbedingungen haben sich überraschend geändert. Um mal die Relationen darzustellen, Kemmerer hat es vorgetragen, ich will es insofern bloß darauf beschränken,
Der Finanzmittelbestand hätte im nächsten Jahr eine negative Veränderung von 809 Millionen aufgezeigt. 809 Millionen und der seit März 2015 ausgelöste Personalmehrbedarf wäre in einer Größenordnung von 114 Millionen zu Buche geschlagen. Es ist gelungen, diesen Betrag von 114 Millionen zu reduzieren um 25 Millionen auf 89. Lassen Sie mich noch kurz was sagen zu dem Thema Entgeltbesoldungserhöhung. Da haben wir wieder einige Schritte hinter uns. Meiner ehrenamtlichen Tätigkeit geschuldet finde ich natürlich, dass die Erhöhungen viel zu hoch waren. Im Frühjahr haben wir die nächste Runde. Das heißt, wir haben da keine wirkliche Planungssicherheit. Anders bei den Beamten. Da steht jetzt schon fest, dass die Gehälter ab März 2016 um 2,3% steigen werden. Da kann man sich in etwa vorstellen, wie das sich vielleicht darstellt im Tarifbereich. Die Summe der Personalauszahlungen 2016 einschließlich Beihilfen und Versorgung beträgt zum Stand der Ausgangsplanung im Frühjahr 2016 rund 1,872 Milliarden. Gegenüber dem Standschlussabgleich 2015 ist das eine Steigerung um 101 Millionen oder 5,7%. So, wie immer, kann ich auch für das kommende Jahr betriebsbedingte Kündigungen ausschließen, mit freundlichem Einverständnis des Oberbürgermeisters. Auch wenn dies in schöner Regelmäßigkeit geschieht, meine ich, kann diese für unsere Beschäftigten abgegebene Garantie nicht hoch genug bewertet werden. Das wird sich insbesondere zu gegebener Zeit zeigen, wenn die Konjunktur vielleicht mal einen anderen Verlauf hat. Und auch für potenzielle Bewerberinnen und Bewerber ist es natürlich eine Motivation, zu uns zu kommen. Es gibt immer noch viele, die hohen Wert auf Arbeitsplatzsicherheit legen, wenn sie wissen, dass sie hier diese Arbeitsplatzsicherheit auch tatsächlich vorfinden. Mein Dank für gute Zusammenarbeit geht an Sie, geht an die Kolleginnen und Kollegen von der Referentenbank, geht an die Stadtspitze, geht an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter meines Referats, die der Kämmerei, die der anderen Referate, an die Gleichstellungsstelle und den Gesamtpersonat. Herzlichen Dank.